sind wir wieder. Wir wollten den jetzt von der Rinderzucht wieder zurück zum Hof bringen. Heißt, wir haben das aufzeichnen. Nee. Rechnung machen wir nicht hier. Die Aufzeichnung fangen wir hier an. Großaufzeichnung beginnen. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwoher Mischfutter kriegen. Weil Wasser, Wulmer, also beziehungsweise Wasser ist auf dem Weg. Wenn jetzt noch Mischfutter kommt, ja, dann hätten wir die Produktion soweit laufen. Heißt, wir würden dann Kühe anfangen zu züchten. So. 50 zu 70 ist aber auch sehr kurz geschaltet. Und da ist unser Wasserlieferant. Sehen wir schon den Schweinestall. Vielleicht 15 wird auch das nächste sein, was wir dann abernten. 20 und 2. Ja, das werden wir erstmal die nächsten Folgen machen quasi. Wir werden erstmal ernten. So, und da haben wir es doch. Von der Rinderzucht. So. Mal gucken, die Station werden wir hier wahrscheinlich gar nicht haben. Wir nehmen hier doch gerade eine Silage mit. Da. Dann lassen wir den jetzt hier dann wirst du jetzt vom Hof zur Futterfabrik fahren.
Eieiei. Die jungen Wilden hier. Jetzt aber losfahren. So, du bist hier fertig, wunderbar. Könnten wir doch eigentlich. Eine ganze Packung hier, ganze LKW-Ladung voller Pellets. Dann gucken wir mal hin, wo können wir die Pellets kaufen? Pellets, Palettenverkauf Hafen. Ja, dann fahren wir zum Hafen, wenn das. Okay. Kann ich den Abfahrer gerade nochmal schnell lassen? So, ist jetzt hier fertig. Schon wieder alles leer. So gut wie leer. Schon der Hammer, was die ganzen Produktion und Material fressen. Dass der Deutsche immer hier so wackelt. Unglaublich. Da. Jetzt werden wir gerade hingehen. Wir werden uns hier noch eine Ration Mischfutter mitnehmen. Dann bringen wir die zur Rinderzucht. Kriegen wir da einen Anhänger? Sieht gut aus. Sache. Jetzt einen kompletten Anhänger vollgekriegt. So, dann darfst du jetzt von der Futterfabrik. Bei der Futterfabrik. Machen wir so drei. Futterfabrik zum Hof. Was habt ihr denn jetzt schon wieder für Probleme? Schnappen wir uns den Kollegen mal. Dass man einmal diese Steuerung reinmachen muss, ist schon nervig. Den Abfahrer hier entlassen. Noch gerade mal Rinderzucht aus. Und wo
Sucht. Werden wir mal speichern. Wenn wir jetzt hier hinten rumfahren, da haben wir eine Kippstelle haben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Da, genau. Was? Ja, er macht was. Ja, und jetzt lass das Geld regnen. Wie sieht es denn hier aus? Ja. Produktion hat gewonnen. Lassen wir den jetzt mal stehen. Oder die tun sich hier wieder. Weil sie ärgern gerade. So, dann fahren wir sofort weg. So. Das macht er jetzt mal automatisch. Coole Sache. Gefällt mir. So. Und mein Kleiner, du wirst bald verkauft. Denn irgendwie war ein netter kleiner Traktor, aber für hier die Gerätschaften und die meisten, die man braucht, ist er doch ungeeignet. So, Telefon. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ja, da musste ich gerade mal dran gehen, war wichtig gewesen.
gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wie sieht das denn so aus? So, und wie sieht das aus, wenn die Kuh jetzt in der Schale ist? So. Schon ein krasses Ding. Mit der Schaufel, da hat man nicht sehr viel. Reiten, wo man gucken kann. So, warum gehen die 5% nicht raus? Da gingen sie raus. Na ja, die lassen wir jetzt liegen. Machen wir schon mal hier hin. Uns den Kurs vom Hof geschafft hat. Da. So, Mischfutter müsste jetzt hier reinkommen. Wohl nicht? Ah doch. Womit haben wir jetzt eine Fuhre Mischfutter drin, eine Fuhre Silage. Hier hatten wir auch schon. Holtwasser haben wir jetzt auch. Muss ich nochmal schnell gucken. Braucht nur noch, das wollen wir gleich mal gucken. Ja, dann müssen wir hier einmal die Schafe sauber machen. Auf jeden Fall besser aus. Letztes Mal. Hoffe ich, dass er da auch wieder alles genommen hat. Ja. Mal jetzt gleich mal gucken, wie es da aussieht mit der Sauberkeit. So. Dann nehmen wir hier wieder von der Futtermischstation. Auf. Passenden. Ja. Ups. Waren wir gerade vorbei. Und wieder vorbei. Mal gerade mal aussteigen. So, dann machen wir mal, sagt die Produktivität. So, Stroh haben wir, Silage haben wir, Wasser haben wir, Mischfutter haben wir. Ja, also wir können anfangen zu produzieren. Ja.
Heißt, wir werden jetzt noch ein paar Fuhren hier machen. Was wir ja machen können ist, die Silage haben wir auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt unbedingt anfangen zu mischen. Das werden wir jetzt, denke ich, machen. Dann werden wir erstmal Sachen fürs Mischen fahren. Hier stehen. So, dann haben wir das schon soweit gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen netten Kommentar. Und ja, wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert mich. Macht's gut, tschüss, euer Pelle.